Harzer Umweltverbände geben Tipps zur Winterfütterung von Vögeln. Eine geschlossene Schneedecke breitet sich über das Land und die Temperaturen sind im Eiskeller angekommen. Angesichts des harten Winterwetters empfehlen NABU und BUND Goslar allen Vogelfreunden, sich jetzt um die gefiederten Piepmätze zu kümmern. Doch richtiges Füttern fängt schon bei der Auswahl des Futterspenders an. Gut geeignet sind Spender, bei denen die Tiere nicht im Futter herumlaufen und es mit Kot verschmutzen können. Auf diese Weise wird Übertragung und Ausbreitung von Krankheitserregern vermindert. Futtersilos sind eine gute Wahl, denn in ihnen verdirbt das Futter nicht und es sammeln sich kaum Nahrungsreste. Die Futterstelle sollte frei und an einer für Vögel überschaubaren Stelle angebracht sein. Katzen haben es dann schwerer, sich anzuschleichen und zuzuschlagen. Zu beachten ist ebenfalls der Mindestabstand von 2 Metern zur nächsten Glasscheibe. Ebenso wichtig wie die richtige Auswahl des Standortes ist die regelmäßige Reinigung der Futterstelle mit heißem Wasser. Die Wahl des Futters richtet sich nach der Vogelart. Finken, Sperlinge und Ammern sind beispielsweise Körnerfresser. Für sie bieten sich Sonnenblumenkerne, Hanf und handelsübliche Freilandfuttermischungen an. Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Zaunkönig, Amsel und Star fressen tierische Kost oder nur sehr feine Sämereien. Für diese Vogelarten eignen sich Haferflocken, Mohn, Kleie, Rosinen, Obst oder das im Zoofachgeschäft erhältliche Mischfutter. Die flexibleren unter den Weichfressern, die Allesfresser, wie Meisen, Spechte und Kleiber, stellen sich im Winter auf Körner um und nehmen auch Sonnenblumenkerne, Hanf und Mohn an. Salzige Nahrung wie Speck oder Salzkartoffeln dürfen auf keinen Fall gefüttert werden. Auch Brot ist nicht zu empfehlen, da es im Magen der Vögel aufquillt. Weitere Informationen zur Winterfütterung und zum Vogelschutz erhalten Sie beim BUND oder beim NABU. NABU Osterode e.V. Abgunst 1 37520 Osterode am Harz. Sparkasse Osterode. Bankleitzahl 263 51015. Kontonummer 80499.